Heute ist der 16.11. Ich bin vorhin aufgewacht, ich war gerade kurz duschen. Ich habe jetzt noch ca. 10-15 Minuten, bevor ich in die Arbeit fahre. Und in der Zeit werde ich das Video machen, das ich gestern hätte hochladen sollen. Ich habe, bin ich 100% ehrlich, drauf geschissen, weil ich habe einen Tag Pause gebraucht. So, es kommt jetzt nicht mehr öfter vor, aber ich wollte einfach einen Tag nur ein bisschen chillen. Ich habe mich auch nicht so gut gefühlt, aber ich mache, heute hole ich auch Gym nach. Und ja, und jetzt werde ich mich da ins Video machen, weil sonst wäre ich nicht fertig. Ich habe es geschafft, das Video erfolgreich fertig zu machen. Ja, es liegt gerade hoch auf YouTube. Das habe ich jetzt über TeamViewer am Handy gemacht. Und ja, heute muss ich dann halt nur noch das Video für heute machen. Und ich muss halt noch mit dem Erik ein paar Sachen abklären, beziehungsweise nur abklären. Ich habe es eh gestern erzählt, was ich mache. Das mache ich einfach heute. Ja. Heute wird ein bisschen anstrengender. Heute wird wirklich ein bisschen anstrengender. So, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit und werde mich jetzt am Heimweg machen. Ich muss noch ein paar Sachen tun. Und um 17 Uhr ist Training im Keller. Da wird wieder ein bisschen gefilmt, ein bisschen geredet. Vielleicht filme ich auch für meinen Vlog was mit. Muss ich aber halt noch schauen, ob das möglich ist und wie ich das machen kann, unterbringen kann. Weiter. Ja, und danach geht's ins Gym. Direkt danach und dann wird den Rest des Tages wird geschnitten, Video, Reel, alles. Also, ja. Was ist das für ein Verbrecher? Wie schauen wir aus? Schon wieder filmen oder was? Immer filmen, jeden Tag, ganzen Tag. Scheiße. Mein Video gestern war 2 Minuten. Im Keller. Es wird trainiert. Uwe da hinten. Sind da innen wieder aus. Erik. Sehr spritziger. Ich glaube, es könnte wohl werden. Wirklich. Wen haben wir da? Und wo sind wir? Im Reiterraum. Oha. Oha. Telefon! Erik? Ja, hast du dich angeschissen oder warum fällt es da so? Das ist der Spar. Ach so, schon wieder? Also hier gleich jetzt, woran man ein gutes Steak erkennt. Also, prinzipiell ist das hier Rindfleisch normal. Du hast verschiedene Steaks, verschiedene Cuts. Da hast du Rumpsteak, da hast du Ribeye zum Beispiel und so. Kann man, das sind alle von einem anderen Teil. Ich schau zum Beispiel, du hast da Dry Aged. Weißt du, was Dry Aged ist? Das Fleisch wird geschnitten und wird einfach nur aufgehängt oder irgendwo hingehängt, wo die Luft zirkulieren kann und das liegt dann da 30 Tage, ja, 20 ja, Tage und kriegt seinen eigenen Geschmack. Und was noch ganz wichtig ist, ist bei Steak, gute Marmorierung. Siehst du das da? Ja. Dieses Fett hier, das ist die Marmorierung. Das zum Beispiel hat da gar nichts. Das ist scheiße. Okay. Die Marmorierung macht den Geschmack und ob es weich ist, wie kaut es sich, das Mundgefühl. Ja. Mundgefühl und Geschmack ist prinzipiell liegt hier drin, in dem weißen Zeug da. Und zum Beispiel jetzt, wie viel kostet der Scheiß? 17 Euro, das kaufe ich nicht. Der Rebuy hat man noch andere. Das Ziel ist, ich muss ein Steak finden, das eine gute Marmorierung hat und nicht arschteuer ist. So, also ich bin jetzt wieder zu Hause vom Training. Ich habe dieses Steak hier gekauft, das ist ein Dry-Aged Rumpsteak. 3,5 cm dick. Ich werde jetzt das richtig zubereiten. Also, würzen und alles, dann gehe ich duschen, dann kann das der Welt ein bisschen chillen und den ganzen Geschmack aufnehmen. Und ja, dann wird das rausgebraten, das ist mein Abendessen, dann geht es ans Schneiden. Ich sehe gerade, ich glaube, ich sollte mich langsam rasieren. Ich bin jetzt fertig, ich habe vergessen mich zu rasieren, aber ich habe jetzt keinen Bock auf das jetzt zu machen. Bin jetzt fertig mit Duschen und so. Ich habe meinen WoW-Weihnachtspulli an. Das Video passiert, weil mein iPhone-Speicher voll ist. Das muss ich mir auch anschauen. Und ich richte mir da jetzt meine Utensilien her, damit ich da ein gescheites Steak braten kann. Die Pfanne ist viel zu tief. Scheiße. Ah, da wird die drin sein, die ich brauche.
So, alles was ich brauche, ist hier mein Steak, Knoblauch, der kommt dann in die Pfanne, Olivenöl und Butter. Die Pfanne gebe ich da auf, nicht auf 9, sondern auf 6, weil das Steak ist relativ dick. Je dicker das Steak, ich meine, ich weiß, ich habe das schon alles erklärt. Scheiß drauf. Einfach zu sehen. Olivenöl in die Pfanne. Das Steak war jetzt ca. 3 Minuten auf der warmen Pfanne. Jetzt die Butter. Wieder ein gutes Stück. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht übertreiben. Wir haben schon Öl drinnen, aber trotzdem ein gutes Stück Butter. Ich habe den Knoblauch ein Stück geschnitten, dass der da oben chillen kann. Irgendwie funktioniert das heute nicht so, wie ich möchte. Die Pfanne ist nicht warm genug. Irgendwie irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht was. Ich mache alles wie immer. Boy, der G hat wieder zugeschlagen. It's fucking perfect. Ich bin jetzt fertig mit Essen. Ich habe vergessen, das Steak zu filmen, richtig. Den restlichen Abend wird nur noch geschnitten. Und dann werde ich eh schon schlafen gehen. Also würde ich sagen, die Flasche wegstellen. Würde ich sagen, wir sehen uns.